Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam Edge Drive. Wir machen heute mal wunderbare Verfolgungsjagden, dachte ich mir. Weil die sind eigentlich immer ziemlich cool. Und wir haben eine genommen, die nicht so leicht sein dürfte, und zwar die auf der Utah Map. Und zwar ist das ein... Das ist ein ETK, den nehme ich schon. ETK, oder? Ich glaube, das ist ETKI. Ich kann immer noch nicht auseinanderhalten, alten EB schon, neuen und alten ETKI. Keep up with the ET, ETK meint er wahrscheinlich. So. Auf jeden Fall, hier auf der Utah-Map ist das immer ziemlich fies, und zwar ziemlich schnell. Weil man hier überall Felsen nebenbei hat, und wir können natürlich einfach rausstupsen, aber wenn wir das hier schön machen wollen, so, kurz, ihr sehen, wie ich den Wagen einfach mal ein bisschen spielen lasse, bevor ich ihn wieder fange. Aber wisst ihr was, wir machen mal eine kleine Storytime heute. Sorry für die Folge, die spät ist, aber seit Sonntags, wichtige Dinge passiert hier. Alles dazu in den Vlogs bei Zeiten. Aber ich fahre erstmal dagegen, wunderbar. Aber worüber ich heute reden will, ist, was gestern passiert ist. Ich glaube, es kam nicht in den deutschen Nachrichten groß. Nicht in den Nachrichten, zumindest gar nicht, denke ich. Ich habe es auch nicht in den Medien. Ich weiß, Spiegel Online hat einen Bericht darüber, wird mir gesagt. Oh, tschüss. Oh Gott, das geht nicht gut aus. Oh wow. Oh, Überschlag. Oh wow, das ist ein heftiger Überschlag. Oh wow. Okay, Spiegel Online hatte einen Bericht darüber, aber ich weiß nicht, wie es mit anderen aussieht, um jetzt ein bisschen zu sagen. Chip Parade, also die sozusagen die Feier der Toronto Raptors, das Basketballteams, dass sie die Dings gewonnen haben, dass sie die NBA Playoffs gewonnen haben, das erste kanadische Team, das jemals die NBA Playoffs gewonnen hat, und das wurde natürlich ordentlich gefeiert, Riesenparade, weit über 2 Millionen Leute waren da, um das zu feiern. Also durchaus eine große Crowd. oh Gott, ist der langsam. Große Menge an Zuschauern, 2 Millionen Leute. Und habt da ein bisschen gewartet, und dann hat eben bis dann sozusagen der Konvoi durchkam mit den ganzen Freelern und so weiter. Und natürlich Drake, weil Drake ist einer der größten Fans der Raptors. Kennt man ja alles. Zumindest wer sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, vielleicht durch meine Instagram-Stories. Oder wer generell Basketball fasziniert. Links ist, der weiß das. Aber darum geht's nicht. Am Ende gab es dann nämlich, sozusagen trafen die sich am Nathan Phillips Square, das ist direkt beim neuen Rathaus. Und da war dann sozusagen, da ging alles hin, und da gab es dann die Feier an sich. Ne? Am Anfang fahren sie durch, und dann kommt die Feier an sich. Und da waren dann auch 100 Square. Und ich war auch da, kein guter Platz. Aber weil es einfach so voll war, aber davor hatte ich ja schon gesehen, das heißt, ich wollte einfach nur ein bisschen die Stimmung mitkriegen, ne? So wie man es kennt. Und stehe so ein bisschen, spiele so an der südwestlichen Ecke, doch, genau, ich stehe in der südwestlichen Ecke. Tschüss. Okay, das ging gut aus. Ich stehe an der südwestlichen Ecke, nah an so einem kleinen Häuschen, und habe dann noch so gerade so einen Blick auf die, die Bühne, beziehungsweise ich sehe die Bühne, aber ich sehe nicht auf die Bühne rauf, sagen wir es mal so, weil einfach so viele Leute da stehen. Und es sind auch alle möglichen Leute. Also die Spieler sind natürlich da, der Bürgermeister ist da, der Premierminister von Ontario, also der Provinz hier, ist da. Und auch Justin Trudeau selber, also der Premierminister Kanadas, kennt ihr, denke ich. Der war auch da, interessanterweise, war ganz cool. Da steht man da in der Menschenmasse, und plötzlich wird aber dann von rechts gedrückt. Und dann wird immer mehr gedrückt, und das geht so, also 5 Sekunden lang wird es dann plötzlich immer mehr. Und dann schaue ich halt eben nach rechts, warum wird der jetzt gedrückt, und warum ist das denn so? Und dann plötzlich fangen alle an zu rennen. Und stellt euch mal vor, ihr habt so eine Wand an Menschen auf euch zu rennen. Das ist in Panik, so alle Angst und irgendwas ist. Nicht so geil, was denkt man im ersten Moment? Also ich meine, wenn ganz viele Leute anfangen wegzurennen, panisch von irgendwo, dann wird das ja einen Grund haben. Und da man selber nicht stehen bleiben kann, weil sonst wird man überrannt, muss man auch wegrennen. Und also effektiv bricht eine Massenpanik aus. Und die geht dann, keine Ahnung, 20 Sekunden rennen alle, bis sich das dann kurz ein bisschen beruhigt. Man denkt sich, okay, keiner weiß, was los war, aber es ist irgendwas muss ja gewesen sein, aber alle. Also kein Mensch weiß, warum sie gerannt sind. Sie sind nur gerannt, weil die anderen halt auch gerannt sind. Und dann
passiert 5 Minuten, also 5 Minuten lang, Leute beruhigen sich, also alle ziemlich erledigt davon, weil es ist schwer zu, also es ist schwer, das klar zu machen, aber wenn man in der Situation ist, ist es was ganz, ich meine, kennen ja die ganzen Videos von Massenpanik und so weiter, aber glaubt mir, wenn man in der Situation ist, ist es was ganz anderes, weil man, ich bin keiner, der dramatisch bei sowas ist, aber es ist wirklich so, man denkt dann, also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die Leute rennen. Und was ist das Wahrscheinlichste bei so einer großen Menschenmenge? Irgendwie entweder irgendwas Terrorismusmäßiges oder jemand, der einfach psychisch krank ist oder so und in die Menschenmassen schießt. Also unangenehmes Gefühl, wenn man, wenn sozusagen die, sag ich mal, die Lebensrettung der Aktion einsetzt sozusagen und so. Also man denkt nicht daran, irgendwie zu sterben, so das ist nicht, aber also das. Aber man weiß halt, wenn ich jetzt nicht renne, dann ja, ich muss rennen. Ende. Das ist, was man denkt. Man muss rennen. Und dann beruhigt sich das 5 Minuten lang. Und plötzlich, also ich geh dann wieder ein bisschen zurück, weil ich dachte, okay, das ist zu Ende. Also anscheinend war da gar nichts. Und gehe gerade wieder hin und dann fangen alle wieder an zu rennen. Und die rennen noch weiter und alle rennen dann auf einen Platz zu, ein bisschen auf einen kleineren Platz weiter links, der aber komplett von Mauern umgeben ist. Das heißt, wenn die Leute weiter drücken würden, weiter rennen, dann würde es da an, würden die Leute angefangen, gegen Wände gequetscht zu werden und gegen Zäune und alles. Also da kam noch die nächste Gefahr dazu. Dann bin ich dann halt eben rum, bin ich, wie alle anderen, bin ich dann halt eben dahin, bis dahin gerannt und dann ging es nicht weiter. Und dann war, okay, jetzt muss man darauf gucken, dass man muss die nicht weiter rennen hinter einem, sonst geht es ganz schlecht aus. Und währenddessen halt eben Leute überall links und rechts fallen, ne? Es wurde über Leute, wurde drüber gelaufen und alles, so wie man es halt eben von den Massenpaniken kennt. Und ja, dann war es uns, das beruhigte sich dann wieder kurz, aber dann sind alle auch, bei mir sind nicht alle 120.000, haben es gar nicht mitbekommen, es ist nur der hintere Teil, es sind die Massenpaniken ausgebrochen, also vielleicht so 20.000 Leute, 30.000 Leute oder so, die das hatten. Und die sind dann, was ist passieren? Und dann gibt's, fragen sich Leute immer noch, okay, was passiert? Man fragt so rum und dann gibt's eigentlich keine Infos dazu. Der eine sagt, hey, da ist irgendwie der Boden, der ist ein bisschen höher. Der ist so ein paar Zentimeter höher, so Betonplatten über Wasser. Er sagt, okay, der wird irgendwie, das ist wohl eingebrochen und es hat sich angehört wie ein Schuss und deswegen sind alle gerannt, aber es ist nichts. Und ja, aber auf jeden Fall gehe ich dann halt eben. Und dann kommen aber 7 Polizisten, so alle halten sich an der Schulter, dass sie in einer Reihe bleiben. Gehen durch und rufen nur Go West, Go West. Plötzlich fangen alle an, wieder schnell zu gehen. Es gibt fast einen dritten Massenpanik. Das wäre an einer ganz schlechten Stelle gewesen, wo definitiv noch viel mehr Leuten was passiert wäre. Und ja, dann gehe ich aber halt da weg, während die Polizisten da hingehen. Und ich muss eigentlich nach Osten, ich wohne in Ost-Toronto. Und gehe dann aber über Westen halt eben weg, weil alles versperrt war. Und alles war überall mit Trucks und Bussen halt eben wirklich verbarrikadiert, dass die. Damit halt eben die Menschenmassen nicht einfach, also die damals noch beruhigten Menschenmassen, nicht einfach auf den Verkehr reinlaufen, ne? Und dann halt eben irgendwie den schnellsten Weg da rausgefunden, aber in einer ruhigen und kontrollierten Art und Weise nicht rennen, weil wenn du rennst, dann rennen dann auch wieder. Und bin rausgekommen und dann sehe ich aber ein paar Blocks weiter, also einerseits kommt Krankenwagen und alles kommt rein, üben mehr Polizisten und dann sehe ich so ein Undercover Ford Fusion, ist der Mondeo, bei euch. Sehe ich, und da sind halt eben dann 4 Leute am Kofferraum, also angezogen mit Raptors-Trikots und alles, sind komplett, waren Polizisten, komplett in Zivil. Die haben sich gerade die kugelsicheren Westen aus dem Kofferraum geschnappt und auf dem Kofferraum Rucksäcke genommen, alles Mögliche. Also da war klar, irgendwas ist da passiert, irgendwas Heftiges. Und jedenfalls, was passiert ist, es sind Schüsse gefallen, also es wurden 4 Leute wurden angeschossen da, es ist noch nicht bekannt, warum. Es war vermutlich nicht irgendwie Terrorismus oder ein Mass-Shooting oder so, sondern es war vermutlich einfach irgendwie gangmäßig oder Leute wollten sich, also jemand wollte irgendjemanden umbringen oder so und ist dann, hat es halt eben entschieden, da zu machen. Dumme Idee, da sind Kinder und Leute, Babys mit Kinderwagen und wenn die Leute anfangen zu rennen, sehr saugefährlich, saugefährlich. Es gibt keine, die Polizei hält sich da leider sehr bedeckt. Und redet es sogar runter. Es gibt keine offiziellen Zahlen dazu, wie viele verletzt sind, aber es dürften, ich denke, 30, 20, 30 Verletzte mindestens durch die Massenpanik. Und ja, dachte mir, das erzähle ich euch mal. Das packe ich nicht in den Vlog rein, weil ich habe leider keine Aufnahmen auch davon. Da mein Handy sowohl keinen Akku als auch keinen Speicher mehr hatte. Und ja, das war auf jeden Fall eine echt nicht lustige Situation. Und da bekriegt man nochmal
bisschen einen anderen Blick darauf, wie so eine Massenpanik ist, weil das ist wirklich, das ist ziemlich, ziemlich erschreckend, sage ich mal, ohne da jetzt versucht, dramatisch zu sein oder so. Aber es ist echt eklig, wenn ihr, wenn man so das Gefühl hat, so entweder ich renne oder ja, sagen wir so, ne? Und ja, war nicht so geil. Mir ist nichts passiert, alles gut. Ich hoffe, es ist nicht so vielen anderen Leuten was passiert. Und es ist unglaublich gut, dass nicht die ganzen 125.000 Leute in Panik geraten sind, weil viele haben es gar nicht mitbekommen. Hätten aber das alle mitbekommen, dann gäbe es da einige Tote, ganz sicher, weil man konnte nirgendwo hin. Vor allem nicht 125.000 Leute. Also das ist nochmal glimpflich ausgegangen. Aber ja, ich dachte mir, ich erzähle euch mal so eine kleine Storytime, während wir hier versuchen, ein Fahrzeug zu kriegen, das wir einfach nicht fangen können. Aber ich muss Schluss machen, denn ich habe noch viel mehr heute Sachen zu tun. Unschöne Sachen, in denen ihr über den WLOX noch fahren werdet und so weiter. Waren aufregende Tage, sagt so. Aber das kommt dann in den WLOX. Bald kommt der nächste. Keine Sorge, das dauert nicht so lang. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.